An der niederländischen Nordseeküste musste man am Donnerstag schon sehr standfest sein, um einen Spaziergang an der Promenade oder am Strand zu unternehmen. Ein Vorgeschmack auf das, was in Norddeutschland noch erwartet wurde. Bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 187 Stundenkilometern fiel in mehr als 20.000 Haushalten in Schottland der Strom aus. Dort wurden auch sämtliche Zugverbindungen gestrichen. Wer an der deutschen Nordseeküste wohnt, so viel ist klar, wird die geballte Kraft des Sturmtiefs Zawa zu spüren bekommen. Die Fähren zu den Inseln Jüst und Norderney wurden wegen Zawa zunächst eingestellt. Auch im schleswig-holsteinischen Fährverkehr kann es zu Ausfällen kommen. In der Leitstelle Aurich schauen die Mitarbeiter mit aufmerksamem Blick auf die weitere Entwicklung an der Wetterfront. Seinen Höhepunkt soll der Sturm am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag erreichen. Das Gefährliche ist, dass der Wind den Vorhersagen zufolge nicht schnell wieder abnimmt, sondern über viele Stunden anhalten wird. Deshalb besteht Sturmflutgefahr, sagt Dieter Düwel von der Leitstelle in Aurich. Ja, das Problem ist ganz einfach, die Flut kommt und kann durch den Wind, der in die deutsche Bucht drückt, natürlich nicht wieder normal abfließen, wie es bei Ebbe dann der Fall wäre, sondern sie wird von dem Sturm in die deutsche Bucht und somit an unsere Küste gedrückt. Und bei der nächsten Flut kommt ein zusätzliches Wasser obendrauf, könnte man sagen, und erhöht dann den Wasserstand, der dann vor unseren Deichen steht. Um die hohen Wasserstände machen sich die Einsatzkräfte im sturmerprobten Hamburg weniger Sorgen als um die heftigen Sturmböen, die auch in der Hansestadt erwartet werden. Die Buden und Stände auf dem Hamburger Dom wurden schon einmal gesichert. Am Donnerstag wird der Rummel zunächst geschlossen bleiben. Das Gleiche gilt für zahlreiche Weihnachtsmärkte im Norden. Man sei auf alles vorbereitet, sagt Manfred Stahl von der Hamburger Feuerwehr. Das heißt, wir werden also jetzt unsere Leitstelle verstärken, oder die ist verstärkt. Wir werden also uns darauf vorbereiten, dass wir mehr Notrufe abzuarbeiten haben. Gleichzeitig haben wir unsere Führungsbeamten, die wir für die Stäbe brauchen, in Rufbereitschaft versetzt. Und gegebenenfalls können wir die dann so schnell wie möglich dann in den Dienst versetzen. Alle Schüler in Hamburg erhielten schulfrei. Der Hamburger Flughafen meldete sturmbedingte Ausfälle. Auch der Bahnverkehr verzeichnete erste Beeinträchtigungen. Der Deutsche Wetterdienst rät, auf nicht dringend notwendige Reisen zu verzichten und sich nicht unnötig im Freien aufzuhalten.